kommen wir zum coolen Punkt, was eigentlich viele interessiert wahrscheinlich, Ausrüstung. Was war so deine erste Ausrüstung? Womit hast du angefangen? Also als ich wirklich gesagt habe, ich möchte jetzt wieder filmen, habe ich zu dem Zeitpunkt gar keine Kamera gehabt und habe mir dann eine Sony A7 Mark II geholt oder A7 II mit irgendeiner Festbrennweite, ich glaube 20 mm, 2.0 oder so. Und wirklich nur mit der Kamera habe ich dann auch das allererste Video hochgeladen, das dann auch so abgegangen ist, dass ich da auch daraufhin auch sofort gebucht wurde. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich natürlich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Habe mir dann damals halt noch die A7 S II geholt mit einer Handvoll Objektive und einem Xeon Crane Einhandgimbal, damit ich auch hier, wie gesagt, so ein bisschen, dass alles so ein bisschen professioneller wird, ein bisschen Audio-Equipment dazu geholt. Und das ist dann auch sofort an die Grenzen gestoßen schon wieder, weil ich auch ein absoluter, ich bin mega Gearhead. Also ich will immer das Neueste und immer das Beste. Und auch wenn es total unnötig ist, ich muss Das trotzdem. kenne ich. Ich mache, wie gesagt, gerade diesen Shop-Video-Du und ich suche selber bei Amazon Sachen raus, die ich geil finde und die mich interessieren, die mich weiterbringen würden mit Sachen Video. Und ich muss sagen, scheiße, ich könnte am liebsten alles kaufen. Ich bin bei jedem Teil, wo ich da am gucken bin, und ich sage, scheiße, das ist so geil, aber kann man sicher nicht alles leisten. Und man muss ja dann schon genau gucken, was will ich haben und was kann ich mir im Endeffekt auch leisten? Was brauche ich eigentlich auch? Weil ich bin genauso wie du. Ey, das ist geil, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben. Und gerade jetzt beim Thema Sound, was hast du dir, was ich auch sehr wichtig finde, nicht einfach nur das Bild finde ich sehr wichtig, sondern der Ton. Was hast du dir für Sound-Equipment, was hast du dir da genau geholt? Ja, da bin ich eigentlich ziemlich auf dem Kriegsfuß mit. Also ich bin der absolute visuelle Mensch, auch gerade aus der Fotografie kommt. Und ein Ton, ich hasse es. Deswegen liebe ich Musikvideos so, weil da muss ich keinen Ton aufnehmen oder beziehungsweise halt nur Scratch-Audio. Obwohl ich mittlerweile immer mehr die Liebe zum Sounddesign auch finde. Angefangen haben wir wirklich, also ganz normal halt Videomic, Aufsteckmikro, was halt so jeder hat. Dann, da wir viele Interviewsituationen gemacht haben am Anfang, haben wir uns die, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Ansteckmikrofone von Rode, News Shooter oder irgendwie sowas, diese Lavalier-Mikros. Dann sollte es natürlich ein bisschen professioneller gehen. Das heißt, wir haben uns jetzt auch wieder immer noch Rode ein NTG 4 Plus geholt, mit Boompole und allem, dass wir wirklich extern über einen Zoom-Recorder unser Audio aufnehmen mit XLR-Anschlüssen, jetzt wo wir auch auf Cinema-Cameras umgestiegen sind. Aber da sind wir dann jetzt auch. Also, das ist immer noch kein State-of-the-Art-Equipment, wenn es um Ton geht. Aber definitiv gut genug, würde ich sagen. Finde ich auch. Was hast du da für einen Zoom-Recorder dir geholt zum Aufnehmen? Den H5. Mir war es halt wichtig, dass der wirklich auch eine lange Batterielaufzeit hat. Ich habe den H4 und der hat nicht so eine tolle lange Laufzeit. Ich habe mir aber ein Ersatzkabel dafür geholt, wo ich dann per USB-Batterie-Cage, wie heißt das? Batteriebank, dass er länger halten kann, weil das sind zwei Batterien drin und das hält keine Stunde und der Trauung geht ja mindestens eine Stunde. Ja, der H5 hält, glaube ich, 12 Stunden oder so. Also das ist wirklich der. Aber der hat einen internen Akku, oder? Ne, der hat auch 4 Batterien, aber der hält halt wirklich, der hält einiges. Cool. Vielleicht wieder was ich gucken kann, was ich kaufen kann. Ja. Ja, welche Ausrüstung hast du jetzt zurzeit? Unsere Main-Kamera ist jetzt die. Also wir sind dann wieder von Sony weg, weil mir einfach das Sony-Bild nicht gefallen hat, bla bla bla. Ich war auch sowieso immer schon zum halber Canon-Fanboy. Da ich auch mit Fotografie mit Canon angefangen habe. Jetzt haben wir eine Canon C200 als unsere Main-Kamera. Eine 1DX Mark II als unsere B-Cam, dann haben wir noch eine 5D Mark IV, eine 6D Mark II, aber die liegen eigentlich nur in der Gegend rum und keiner benutzt sie. Also Canon, ziemlich stark. Und das ist jetzt, und natürlich das kommt die komplette Batterie an L-Linsen. Aber das ist so, mit dem wir Videos machen zurzeit. Sehr cool. Jetzt hast du ja damals entschieden, ich gehe wieder zurück zu Canon und verlasse Sony. Jetzt habe ich, es gibt ja so die großen Größen sind ja eigentlich, wenn du jetzt in diese professionellen Schiene gehst, ist ja Sony mit dem F5 oder F7 Format, die kennst du wahrscheinlich auch. Und dann gibt es ja noch Blackmagic, Ursa Mini Pro und sowas alles. Warum gerade dann Canon? Warum, ich meine, du hast ja wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, die anderen Kameras auch angeguckt. Warum Canon? Verschiedene Gründe. Also Sony habe ich mir natürlich, ich hatte Sony, was mich einfach an Sony gestört hat, war einfach das Bild. Also es ist einfach super subjektiv, aber die Farben haben mir einfach nicht gefallen. Und ich habe auch selber versucht, extrem viel da mit Grading rumzuspielen. Entschuldigung, mir hat es einfach nicht gefallen. Ich habe auch nie von irgendwelchen Sony-Leuten gesehen, dass mir das Bild gefällt. Ich habe eine Netflix-Dokumentation gesehen und habe gesagt, das ist mit Sicherheit, und die Netflix-Dokumentation war super, aber das ist mit Sicherheit auf einer Sony gefilmt. Und ich schaue nach, ja genau, Sony. Also das Bild hat mir einfach nicht gefallen. Plus die Handhabung, auch gerade von den Cinema-Cameras, fand ich grausam.
Jetzt kommt noch ein Punkt, mit dem ich mich bei vielen Filmemachern wahrscheinlich auch ein bisschen unbeliebt mache, aber die Canon hat einfach einen wirklich brauchbaren Autofokus. Ich habe mir alle möglichen anderen Kameras angeschaut und ich sage jetzt nicht, dass wir permanent nur im Autofokus filmen, aber eben, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist, dass wir die Möglichkeit haben, in einer wirklich kleinen Crew wirklich hohe Qualität liefern zu können, ist ein Grund, weil die Canon Cinema Line einfach einen so verdammt guten Autofokus hat. Das heißt, wenn ich jetzt einfach einen ganz normalen Dolly-Shot haben möchte, sprich, ich gehe auf die Person zu und möchte aber, dass das die ganze Zeit im Fokus bleibt, dann macht die Kamera das einfach mit einer quasi 100% Rate alleine im Autofokus. Wo ich jetzt theoretisch noch einen Fokuspuller daneben haben müsste, der einfach mich wesentlich mehr Geld kostet. Es ist eine Person mehr am Set, die ich bezahlen muss oder die der Kunde bezahlen muss, die ich einfach nicht brauche, weil diese Kamera so einen geilen Autofokus hat. Was mich ein bisschen traurig macht, weil es mich natürlich sehr einschränkt irgendwo, weil ich jetzt in diesem Cinema-Eco-System von Canon gefangen bin, wenn ich diesen Autofokus auch so ein bisschen verwenden möchte. Und ich verwende ihn schon relativ oft, auch gerade so für Musikvideos etc., wo dann Tänzer sind und ich gehe vielleicht um die Person rum, links, rechts und so. Ich kann das einfach mit dem Tracking von der Kamera alleine machen, ohne dass ich eine zweite Person, also einen Fokuspuller brauche. Und wie du lässt da die Kamera alleine agieren oder hast du dann hinten einen Touch, wo du dann genau sagen kannst, da will ich den Fokuspunkt oder wie läuft das? Du hast einen Touchscreen dran, wo du theoretisch alles kannst. Bei größeren Shoots machen wir das wireless, also dann sitzt Belle zum Beispiel daneben und hat wirklich vielleicht am iPad oder am Laptop, die mit der Kamera verbunden ist und kann dann wirklich per Touch-Fokus die Fokuspunkte ziehen. Oder du kannst halt auch wirklich die Schärfe selber manuell über den Touchscreen ziehen. Aber sonst im Endeffekt sage ich der Person, wenn es jetzt wirklich komplex wird, dann kann man einen Fokuspuller nie ersetzen, das ist keine Frage. Aber ich habe jetzt eine Person vor der Kamera und ich sagte, hey, track bitte das Face und dann kann ich mich einfach aufs Filmen konzentrieren und sagen, okay, auf mein Framing, auf mein Camera Movements und muss jetzt nicht noch schauen, dass ich das die ganze Zeit auch noch im Fokus habe. Da kann ich also, ja, das ist halt gerade als One-Man-Band und dann kommen wir wieder zu dem Thema, da brauchen wir halt noch viel, viel mehr Leute. Und so eliminiere ich einfach eine Person am Set. Bei den meisten Sets, nicht bei allen, aber deswegen kennen. Also die Farben sind super. Ich finde, ich bin auch der absolute Fan von Run and Gun, weil wir machen halt, wie gesagt, alles. Wir machen ja kleinere Sachen als auch große. Ich möchte viel selber drehen, also auch unsere eigenen Kurzfilme. Und da ist natürlich das Budget nicht da, um da 10 Leute anzustellen. Und die Canon C200 ist für mich einfach mehr oder weniger die perfekte Kamera, weil die ist schön klein. Ich kann intern RAW aufzeichnen. Ich finde, die Farben sind einfach super. Der Autofokus ist super. Wenn du jetzt RAW aufzeichnest, was mich interessieren würde, das sind ja extrem massig an Daten. Da musst du, glaube ich, eine CFast 2.0-Karte drin haben, oder? Dass du das speichern kannst. Hast du dann auch so einen Adapter für eine SSD-Karte dran, oder wie? Ja, ich packe das alles auf CFast-Karten, weil A, Adapter, wie ich schon gesagt habe, deswegen liebe ich die C200, weil sie ist einfach klein. Ich kann einfach in diesem kleinen Apparat, wo ich alles dran stepsel, kann ich einfach rumgehen und kann einfach wirklich RAW aufzeichnen und einfach richtig geile Qualität machen, ohne jetzt das Ding komplett riggen zu müssen mit 10 Kabeln, die runterhängen. Und deswegen habe ich am liebsten alles intern auf meine Speicherkarten. Kauft man sich halt 1 Terabyte an Speicherkarten, wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr als 1 Terabyte sogar. Und die hätte ich jetzt auch noch nicht, da bin ich auch noch an keine Grenzen gestoßen. Also, dass ich jetzt über 1 Terabyte pro Tag aufgenommen hätte. Ja gut, das ist natürlich schon, ich weiß nicht, RAW jetzt aus dem Kopf, wie viel, wenn du jetzt eine halbe Stunde filmst oder 20 Minuten filmst, wie viel Gigabyte sind das dann? Eine halbe Stunde sind 250 Gigabyte. Okay, und so eine Karte hat 256, glaube ich, die größte, oder? Genau. Also pro Karte kommst du eine halbe Stunde mit hin. Es ist ein sehr compressedes RAW. Es ist ja dieses ganz neue Format, dieses Canon RAW Lite. Und deswegen finde ich es halt so geil. Ich meine, du brauchst einen richtig krassen Computer, um das Ding überhaupt zu bearbeiten, weil es halt wirklich so komprimiert ist. Aber es ist halt einfach mega cool, weil es halt eben nicht so riesig ist. Ein normales Canon RAW-File, der ist halt 4-mal so groß. Dann hast du natürlich wirklich ein Problem und weißt nicht mehr, wohin damit. Aber also das Format, wie gesagt, wahnsinnig neu rausgekommen. Ich finde es super. Also wäre die C200 nicht rausgekommen jetzt, als sie rausgekommen ist, dann wäre ich wahrscheinlich auf was komplett anderes umgestiegen. Hätte ich mir vielleicht eine Red gekauft oder so. Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Weil Red hat ja auch, ist ja auch bekannt für RAW und ist ja die High Quality. Die sind jetzt, glaube ich, schon bei 8K aktuell. Was du wirklich kaufen kannst, nicht was in den Sternen steht, sondern 8K ist ja wirklich, also das ist ja jenseits von Gut und Böse. Also es sind gerade mal noch nicht mal die 4K-Fernseher etabliert so in den Wohnzimmern und jetzt kommt schon 8K.
Ja, finde ich mega interessant. Wirklich, also jetzt würde ich gerne nochmal fragen, Blackmagic, warum hast du gesagt, nein, Blackmagic, Ursa hole ich mir nicht? Ja, also erst, ich sehe halt einfach für mich, für unseren Workflow, keinen Vorteil an einer Blackmagic Ursa. Erstens, der Autofokus. Das klingt jetzt wirklich blöd, aber es ist halt, wenn du halt die wirklich miteinander vergleichst und du hast halt irgendwie einen Tippoint zu der einen. Ich meine, auch selbst wenn du ihn nicht wirklich oft benutzt, er ist da und er funktioniert und dann hat die Blackmagic einfach gar nicht. Die interne Aufzeichnung von RAW finde ich einfach wahnsinnig geil. Die Farben finde ich super gut. Wir haben sowieso viele andere. Das ist halt alles, die Sachen hat halt die Blackmagic einfach nicht. Plus Lowlight. Wir filmen super viel in Available und Lowlight, einfach weil ich es geil finde. Ich bin halt so ein Typ, ich filme halt, also mittags siehst du mich einfach nie mit einer Kamera in der Hand gefühlt, wenn ich es mir aussuchen kann. Es geht halt immer alles eher Sonnenuntergang und Nacht. Ich bin generell eher ein Nachtmensch sowieso. Das heißt, eine Kamera muss auch eine gute Lowlight-Performance haben und das haben die Blackmagic zum Beispiel überhaupt nicht. Die Red übrigens auch nicht. Was einfach wirklich ein Problem wird. Ich meine, jetzt gibt es halt einen neuen Red Dual Sensitivity Sensor, wie auch immer, von Red, der im Lowlight wohl wesentlich besser sein soll. Diese Infinity-Kamera meinst du wahrscheinlich, oder? Die jetzt rausgekommen ist. Nee, auch von Red, die hat jetzt einen neuen Sensor nach draußen. Die haben ja so ein modulares System, wo man verschiedene Sensoren reinsetzen kann, etc. Aber wie gesagt, so die Canons, die haben schon echt gute Lowlight-Performance. Also das Gesamtpaket ist einfach. Hat mich bei den anderen Kameras überhaupt nicht. Auch allein jetzt nehmen wir meine Sony. Ich habe mir zum Beispiel die FS5 angeschaut, von der wir vorhin geredet haben. Allein die Bedienung finde ich so grausam, weil wir filmen auch super viel in Slow Motion, was natürlich dann für eine Blackmagic oder eine Sony sprechen würde, weil die Framerates höher sind. Aber dann kommen natürlich noch so Sachen dazu wie Sensor Crop und dieses zum Beispiel bei Sony. Du musst ja vorher aufnehmen, dann kannst du nur 4 Sekunden Burst schießen. Das dauert. Keine Ahnung, du musst erst 8 Sekunden buffern, bevor du überhaupt mal die Aufnahme aufnehmen kannst. Und so Kleinigkeiten. Das ist einfach für uns, für was wir filmen, super unpraktisch. Das, weiß ich nicht, ist für unseren Workflow passt das einfach nicht. Und auch wenn ich dann zum Beispiel wechseln möchte, ich möchte jetzt mal relativ schnell wechseln, das war ja wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, wir sind halt ziemlich schnell on set. Und wenn ich so eine Sony-Kamera von 4K 60 auf 4K 24 oder so umschalten möchte, dann muss ich durch 10 Menüpunkte gehen und es dauert extrem lang, bis ich das umgeschaltet habe. Das ist einfach alles für mich super unpraktisch. Ja, man kann sich ja auch customize, naja, ich weiß, was du meinst. Nee, kann man eben nicht. Also bei der Sony kann man es nämlich eben nicht customizen. Du kannst den Button nicht setzen, aber du musst trotzdem, wenn du zwischen diesen beiden Modis wechseln willst, dann musst du trotzdem immer über dieses Menü in 6 Punkte reingehen, weil die Kamera das eben nicht kann. Und ich sag jetzt mal zum Beispiel, wir haben jetzt letztens einen Kurzfilm, also Belle hat einen Kurzfilm gedreht, beziehungsweise sie war die Lead Role. Und ich war einfach nur da und habe ein bisschen BTS geschossen und war halt, ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Es war also eine komplett andere Crew. Hol mir noch mal. Ah ja, okay. Also ich habe einfach wirklich nur so ein bisschen behind the scenes geschossen und so. Ich hatte mit dem Projekt an sich gar nichts zu tun. Und da ist mir aufgefallen, wie lange die gebraucht haben für alles. Also dass auch schon Belle langsam unruhig wurde, weil die haben für jeden Shot haben die 2 Stunden gebraucht. Und bis sie dann das nächste aufgebaut haben und dieses wieder und sich überlegt haben, wie sie das jetzt machen und so. Das hat einfach alles so lange gedauert, wo ich mir gedacht habe, die haben 2 Drehtage. Ja, also das ist ja auch alles Arbeitszeit, habe ich gerade gesagt, was der Kunde ja im Endeffekt auch bezahlen muss, wenn die dann da 2 Stunden Ja, rumeiern für absolut. irgendwie. Also da musst du natürlich schon sagen, dass es dem Kunden auch zugutekommt, wenn es dann schnell funktioniert. Jetzt nochmal, C200 ist ja nicht wahrscheinlich das Ende deiner Kaufsucht, sondern was möchtest du dir denn als nächstes kaufen? Ja, das ist nämlich jetzt echt ein Problem, weil ich genauso bin wie du und ich habe immer schon die nächste Kamera im Kopf und es gibt zurzeit keine. Es gibt zurzeit nichts, weil ich habe eh überlegt. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt nicht sagen könnte, ich könnte mir jetzt eine Red nicht kaufen zum jetzigen Zeitpunkt oder so. Aber es wird mir einfach nichts bringen. Also wenn ich mir jetzt, das Bild von der Red mit der Dynamic Range und auch dem 8K-Sensor ist geil, aber ich weiß, dass wenn ich dann wirklich on set wäre, würde ich einfach fast immer die C200 benutzen. Weil es einfach für uns keinen Sinn macht. Und ich habe jetzt ein bisschen mit der C700 geliebäugelt, aber auch die ist irgendwie, weiß ich nicht. Und C300 wäre auch nichts für dich. Weil das C300 Mark II ist jetzt, glaube ich, rausgekommen. Die wäre dann auch nichts für dich. Na, die ist ja schon relativ alt eigentlich. Also, und die ist ganz, also für mich persönlich ist die eigentlich in allem schlechter als die C200. Die hat einen Vorteil, dass die C200 nicht hat, und das ist der 10-Bit interne 422-Codec, den ich aber an sich eigentlich nicht brauche,
weil ich keine Events filme oder so. Also ich muss jetzt nicht, und ich mache auch kein Broadcasting. Das heißt, insofern ist mir der Codec eigentlich relativ wurscht. Ich filme einfach entweder alles in RAW oder so YouTube-Sachen in der MP4. Also für mich passen die beiden Codecs, die Kamera HD. Also das Einzige, was mich an meiner Kamera stört, ist, dass sie halt keine höheren Framerates noch hat. Also ich würde auch 5000 mehr zahlen für die Kamera, wenn sie 4K 120 könnte. Oder von mir ist ein 6K-Sensor. Was kann sie, 30 oder 60 4K? Oder was kann sie jetzt momentan, die C200? Ich kann 4K 60, ja. Da hört's auf. Also wenn die C200 mit einem 4K 120 Canon RAW Light Codec, würde ich easy 5000 mehr zahlen und ich bräuchte keine andere Kamera mehr. Ja, vielleicht hört uns Canon ja irgendwann mal zu und hört das genau. Das, ich meine, das sind ja auch Kundensachen. Was mir bei Canon auch aufgefallen ist, die sind immer extrem langsam hinterher, finde ich. Entweder brauchen die so lange, um irgendwas zu entwickeln oder die sind zum Beispiel diese Objektive. Zum Beispiel, wenn ich das vergleiche mit der Sony, zum Beispiel, was mich interessiert, das 70-200er Objektiv, habe ich verglichen, habe ich wirklich mich hingesetzt mit dem Canon Objektiv und mit dem Sony, mit dem G Master Objektiv. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde die Quali, die Haptik, ich finde das vom Sony tausendmal besser als von dem Canon, weil es ist, hab natürlich ein bisschen recherchiert auch, es ist so Nano beschichtet, also super extra für 4K, wo Canon selber mal im Interview gesagt hat, ja, so ganz 4K ist jetzt unser 70-200er eigentlich nicht geeignet, weil da ist so viel Crop, da ist so viel Vignette hinten drin und man das fällt dann auf. Und deswegen, also mein nächstes Objektiv wird dann wahrscheinlich das 70-200er von, weil es hat auch eine Blende von 2,8 durchgehend, also es ist schon. Hat ja das Canon auch, aber ist schon. Also, ich finde es einfach viel besser. Ja, ich könnte mich stundenlang mit dir über Equipment unterhalten. Ich finde es mega cool. Du wahrscheinlich auch. Aber machen wir mal weiter, sonst haben wir gleich anderthalb Stunden. Und das wollen dann nicht irgendjemand langweilen nachher. Thema Marketing. Du hast ja angefangen und hast gesagt, okay, ich mache ein Video. Und dann hat sich einer angeschrieben und hat gesagt, ey, das Video ist geil, willst du nicht für mich arbeiten? Und gleich ist mal 30 Tage ausgebucht. Das natürlich muss erstmal einer bringen. Jetzt. Welche Marketing, wenn du jetzt sagst, okay, jedem Einsteiger, der mal anfängt mit der Videografie und sagst, was würdest du dann als erstes machen mit Marketing? Du hast jetzt wahrscheinlich dein Video einfach nur bei Facebook gepostet, oder? Korrekt. Also deswegen Marketing, den Punkt, die Frage habe ich eben im Vorfeld gesehen, habe ich leider wirklich ziemlich keine Antwort für, weil wir haben einfach wirklich absolut gar kein Marketing gemacht bis jetzt. Möchten wir machen, beschäftigen wir uns gerade selber auch mit. Aber ich habe halt persönlich einfach keine Erfahrung, weil wir wurden wirklich von Anfang an einfach mehr oder weniger ausgebucht. Das heißt, wir haben überhaupt kein Marketing betrieben. Und ich wüsste jetzt auch hundertprozentig gar nicht, was ich da sagen soll. Also die meisten Leute sagen halt, Google Ads sind super, aber das macht halt wirklich einen Sinn, wenn du sehr lokal arbeitest. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte hier in Wien dominieren und ich möchte da jetzt sagen, ich möchte für die Sachen, in denen wir gut sind, gebucht werden, dann würde ich mich natürlich dann ist natürlich SEO auf der Webseite eine richtig gute Webseite, plus halt die ganzen Google Ads und so, da kann man auch gut Geld reinbuttern. Mit Sicherheit der beste Weg, aber dadurch, dass wir das hier gar nicht wollen und dadurch, dass wir eventuell auch gar nicht in Wien bleiben, was ja gerade sehr in Überlegung steht, ist es für uns halt auch echt, macht keinen Sinn. Kann ich leider gar nicht viel zu sagen, was Marketing angeht. Also ich würde fast, also oder okay, doch, ich sag's anders. Also was wir natürlich jetzt auch als Marketing machen, ist unser YouTube-Channel. Der ist natürlich nicht nur da, um einfach, hey, wir zeigen euch coole Tutorials und hoffen, dass wir vielleicht ein bisschen, steckt natürlich auch ein größerer Plan dahinter. Aber das ist das, also heutzutage ist meiner Meinung nach einfach Social Media das Wichtigste. Und das ist auch nicht nur einfach, hey, ich baller da jetzt einfach irgendwie meine Videos raus und hoffe, dass sie alle Leute sehen. Es geht auch um die Person selber. Wie man sieht, ich bin ja auch super aktiv in allen Foren. Weil ich wirklich interagiere mit den Leuten, weil es mich auch einfach interessiert. Und das ist sowieso ein Tipp, der auch irgendwann in einem von unseren YouTube-Videos kommt, ist, sei eine Person, die Leute mögen. Ich habe jetzt ein Beispiel davon. Es ist jetzt nicht das traditionelle Marketing, von dem du jetzt wahrscheinlich, wo du jetzt vielleicht drauf gewartet hast, aber es ist definitiv wahnsinnig wichtiges Marketing. Ich habe einen Freund von mir, der macht super Videos, also keine Frage über die Qualität, war am Anfang aber auch nicht unbedingt so, also hat sich auch sehr schnell sehr hoch entwickelt. Was aber seine Stärke ist, der ist einfach ein Typ, den mag einfach jeder und den will jeder um sich rum haben. Du kennst also, es ist so ein typischer. Ich bin selber gar nicht mal so sehr so. Also der ist wirklich, du gehst auf Toilette und sagst, hey, ich geh mal eben auf Toilette. Und dann kommt der, hey, okay, dann sehen wir uns gleich. Und keine Ahnung, hey, cool. Und dann kommst du wieder von der Toilette rum und so, hey, wie war's? Und keine Ahnung was. Übertrieben. Aber der ist einfach super und findet auch alles geil, was du machst. Und ist wirklich immer hyped und hat einfach diese Energie um dich rum. Und mittlerweile arbeitet der für
für Amazon in den USA, macht super viel für High-Class-Kunden, hat einen Privatjet-Account, den er einfach von seinem Chef gekriegt hat, weil er sagt, ich brauche den sowieso nicht hier. Und dann kannst du mit dem Privatjet durch die Gegend fliegen. Der wird mitgenommen nach China auf alle Musikfestivals, fliegt mit dem Privatjet zu Coachella, zu welchen Musikdingern und so. Und wie gesagt, er macht super Videos, aber er wird nicht gebucht die ganze Zeit, weil er so geile Videos macht, sondern weil die Leute ihn einfach dabei haben wollen. Und dass er dann auch noch Videos macht, ist nochmal doppelt geil. Das heißt, vermarkte dich auch selbst einfach als eine Person, mit der Leute, also es gibt echt so Leute, wo du sagst, ich brauche eigentlich gerade gar nicht so richtig ein Video, aber ich möchte irgendwas mit dieser Person machen, weil ich die Person so cool finde. Und das ist auch so, es ist übertrieben, aber ich glaube, das unterschätzen viele Leute, dass du einfach auch selber eine Person bist, die präsent ist. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit auf Social Media bin und die ganze Zeit poste und alle wissen, ah, Monkey Pixels, wenn dann mal wirklich irgendwer irgendwas braucht und an Videos denkt, dann denken die zuerst an Monkey Pixels und nicht, ah, ich gehe jetzt mal auf Google und schau mal, wo kriege ich denn in Wien irgendwo Videos her. Die wissen, ah, da ist der Typ geht mir schon die ganze Zeit auf die Nerven mit seinen Videos. Also wenn ich mal ein Video brauche, dann ist das der. Und ich glaube, das ist echt gar nicht so unwichtig. Aber um jetzt generell ist einfach Networking super wichtig. Ich habe schon, da hat einer angefangen und hat in einem Forum gepostet und meinte, hey, irgendwie funktioniert es bei uns nicht. Wir haben jetzt hier unsere Webseite, wir haben es hochgeladen, wie macht ihr denn Marketing? Genau die Frage, die du mir gestellt hast. Wir haben jetzt angefangen, wir kriegen aber keine Jobs. Und dann habe ich mal auf Facebook geschaut, also ihm privat auch, und er hat vielleicht so 180 Freunde gehabt oder 200 Freunde auf Facebook. Und dann denke ich mir, ja, da ist vielleicht schon der Fehler. Ich meine, wo sollen denn die Leute auf dich zukommen, wenn nicht in deinem Netzwerk? Und das heißt, Networking ist einfach offline und online. Also überall, wo du bist. Ich weiß, dass ich selber auch schon vielen Leuten auf die Nerven gehe, aber ich bin natürlich auch so, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, passionate about filmmaking, sage ich mal, dass ich die ganze Zeit nur über Filmmaking rede. Das heißt, auf jeder Party, auf der ich bin, auf jeden Fall, wenn mich Leute kennen, dann, hey, was machst du denn? So, ah, ich mache Filme, hier ist meine Visitenkarte, hier, schau dir mal einen Film von uns an. Das heißt, du bist einfach immer präsent bei den Leuten und hast auch viele Leute auf Social Media, im richtigen Leben, dass du halt da einfach wirklich präsent bist und die Leute wissen, okay, wenn sie zu Video kommen, dann ist das der Typ und nicht irgendwer anders. Also Networking und präsent sein ist einfach, glaube ich, das Wichtigste. Und was du am Anfang gesagt hast, authentisch sein. Du hast gesagt, okay, ich habe ja die Fragen, ich habe sie dir geschickt, nochmal durchgelesen, aber ich will authentisch sein, ich will cool antworten und das kommt auf jeden Fall auch so rüber. Wie hast du deine Zielgruppe denn definiert? Was hast du gesagt? Die Person, die Leute möchte ich unbedingt ansprechen. Du hast gesagt, du möchtest gerne irgendwann nach LA, wahrscheinlich, so habe ich das rausgehört, ist so euer Reiseziel. Was ist denn da genau deine Zielgruppe? Ich meine, sind das irgendwelche dicken Produktionsbosse, wo du sagst, hey, ich möchte gerne für dich was produzieren, oder? Ja, das ist auch wieder eine schwierige Frage bei uns, weil wir haben natürlich jetzt eine ziemlich gesplittete Zielgruppe. Also unser YouTube-Channel richtet sich natürlich super viel an Filmemacher selber. Weil, wie man mitkriegt, ich rede gerne. Ich rede auch gerne über Filme machen. Das heißt, unser YouTube-Channel geht wirklich auf, hey, so sieht ein Behind-the-Scenes aus, so sieht unsere Making-ofs aus. Das sind die Tipps, die wir halt quasi mitbekommen haben. Und jetzt fragen natürlich manche Leute so, wie kann denn jemand irgendwie so viel beibringen, der gerade noch nicht mal mehr vor einem Jahr angefangen hat? Und ich habe mal den Spruch gehört, dass man am besten jemandem was beibringen kann, wenn man es selber gerade erst gelernt hat. Und das finde ich, am besten kann man jemandem was beibringen, wenn man es selber gerade erst gelernt hat. Und ich finde den Spruch eigentlich ziemlich gut, weil dann ist es wirklich präsent bei dir drin, du hast es gerade selber erfahren, dann ist es am einfachsten, jemand anderem mitzuteilen und aus den Fehlern selber zu lernen. Das heißt, unsere eine Zielgruppe ist definitiv Filmemacher, die selber quasi angehende Filmemacher sind oder halt einfach sehen wollen, wie es bei anderen Leuten läuft, genau warum wir auch diesen Podcast machen. Die zweite Zielgruppe sind natürlich dann die Big Player. Also was wir natürlich super gerne machen würden, ist Musikvideos für wirklich die Top-Songs in den Charts und die großen Leute zu drehen, Werbung für die Big Player zu drehen, also wirklich, wo Budgets dahinter stehen. Und wenn man natürlich jetzt noch weiter träumen darf, dann ist das natürlich auch Hollywood. Also jetzt mal wirklich bei einem Film, den man sich dann irgendwann mal im Kino anschaut oder in einer Serie, die auf Netflix läuft, mitzudrehen, das wäre natürlich auch ein absoluter Traum. Und das war jetzt, die Luft haben wir so ein bisschen geschnuppert. Es klingt viel krasser, als es im Endeffekt ist, weil es im Endeffekt lächerlich war. Aber trotzdem, es ist 3 Monate nachdem ich, oder 4 Monate nachdem ich halt das Gewerbe eröffnet habe, saßen wir sprichwörtlich in Hollywood und haben eine kleine Comedy-Serie gedreht,
Mit einer Schauspielerin, die auch bei Friends mitgespielt hat, also kein von dem Leadcast, sondern halt die war irgendwann mal Rosses Boyfriend in 4 Folgen oder so. Aber es war halt trotzdem dieser Unterschied. Du sitzt halt jetzt hier nicht in Wien oder in Herne, Wanne, Eickel oder wo auch immer und drehst für den Konzern um die Ecke, sondern du sitzt in Hollywood und drehst irgendwas, ist ja halt wurscht, was du drehst, mit einer Hollywood-Schauspielerin. Oder haben dann Thanksgiving dort gefeiert mit der die den Number One Song von unserem Favorite DJ quasi gerade geschrieben hat. Und saßen halt mit der dort und du bist halt in diesem Kreis drin. Und das ist das ist unser Ziel. Also das ist unsere Zielgruppe, wo wir hinwollen, dass wir eben nicht hier sitzen. Andere blöde Anekdote, also was wir zum Beispiel, wenn du jetzt als Hobby von mir das auch noch sagen wollen, weil du mich ganz am Anfang gefragt hast, was ich denn so zum Ausgleich mache. Wir machen schon gerne Party. Hier in Österreich gar nicht, in Deutschland eigentlich auch nicht. Wir hören sehr viel so, sag ich mal, elektronische Musik, so die ganzen DJ-Geschichten und so. Und es ist einfach ein Unterschied, ob du in Vegas im Club neben dem DJ-Pult stehst, neben dem DJ, den du gerne hören möchtest, oder halt, keine Ahnung, in Düsseldorf irgendwo in der Disco bei irgendeinem No-Name-DJ, der halt den DJ spielt, den du eigentlich gerne hören würdest. Und genau das Gleiche transportiert sich auch so ein bisschen, weil ich bin immer jemand, der gerne groß träumt. Deswegen bin ich doch lieber dort und mache wirklich genau die Sachen, als hier rumzusitzen und davon zu träumen, sowas mal zu machen. Aber Träume ist, finde ich, genau das Richtige, weil Träume, ich habe damals, wie gesagt, abgebrochen mit der Videografie, weil meine Träume waren einfach so, nein, ich kann damit kein Geld verdienen und ich weiß nicht wie, da gab es doch kein YouTube und keine Ahnung was. Und heute ist es ja schon mit den Social Media Sachen relativ einfach, Bekanntheit zu erfahren, ohne dass man irgendwie große Werbebudgets in der Hand nimmt. Und was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Irgendwas wollte ich jetzt gerade, ich wollte nochmal drauf zurückkommen. Träume, genau. Man soll immer an seinen Träumen festhalten, finde ich, und soll das auch wirklich, so wie du das machst, sagst, Urlaub kenne ich nicht, mache ich nicht, brauche ich nicht, mache erstmal Vollgas und dann gucken wir, was kommt. Wo ich finde, man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht immer nur Vollgas gibt, sondern muss auch an sich selber denken, dass man nicht zu viel, dass man auch nachts noch schlafen kann und nicht nur noch am Set ist und da auch was macht. Was mich noch interessieren würde, Thema Marketing, wie bereitest du dich auf das Kundengespräch vor? Also du hast mir erzählt, du hast jetzt ein Meeting gehabt. Hast ein Meeting? Nee, hast morgen ein Meeting, so war der Plan, ja. Wie bereitest du dich darauf vor? Ungefähr so wie auf dieses Interview, gar nicht. Nein, also ich bin schon da eher flexibel. Also ich frage natürlich im Vorfeld ganz kurz, worum es ungefähr geht. Aber ich bereite mich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, es kommt natürlich auch immer aufs Meeting an, relativ wenig vor, weil ich nicht großartig wüsste, also ich weiß ja nicht, wie die Meetings in der Regel ablaufen, aber in der Regel kommt XY, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, hey, wir hätten gerne ein Video, können wir uns da mal zusammensetzen, was ihr uns bieten könnt. Dann frage ich ganz kurz vielleicht mal nach, worum es ungefähr geht, und dann habe ich vielleicht im Hinterkopf auch, okay, die Branche, da kenne ich vielleicht auch schon 1-2 Videos, die ungefähr so ähnlich sind, die ich richtig geil finde, das kannst du vielleicht in den Pitch mit einbauen, aber da hört es auch eigentlich schon großartig auf und dann bin ich da eigentlich ziemlich spot on im Gespräch selber. Danke, vielen Dank für dein Interesse an dem Podcast von VideoDo. Hast du noch weitere Themen oder Fragen, dann schreib einen Kommentar. Willst du keine weiteren Folgen verpassen, dann kannst du einfach den kostenlosen Newsletter erhalten. Du erhältst dann immer als erster alle wichtigen Informationen, die du wirklich brauchst, um wirklich durchzustarten und erfolgreich zu sein mit deinen Videos. Hier klickst du unten auf den Button von VideoDo, du gelangst sofort zur Webseite, trag dich in dem Newsletter ein. Ich zeige dir nochmal kurz, wie das funktioniert, das ist ganz einfach. Ich habe auch keinen Bock irgendwie, dass ich dich belästige mit irgendeiner Scheiße, wo du keinen Bock drauf hast, sondern einfach das, was dich wirklich interessiert, wo du wirklich sagst, das ist geil und ich überlege mir wirklich 500.000 Mal, bevor ich diese E-Mail zu dir sende, ob dich das wirklich interessiert, ob das was für dich ist und wenn dir das richtig viel Spaß macht, dann freue ich mich. Du kannst diesen Podcast auch einfach hören. Wenn du sagst, okay, das Material, das kann ich selber, da brauche ich mir nicht angucken, wie der das Video macht, sondern du kannst einfach, wenn du unterwegs bist und fährst von einem Job zum anderen und sagst, ich möchte mir diese Scheiße im Radio nicht anhören, dann empfehle ich dir ganz klar den Podcast von VideoDo. Den findest du auf iTunes, den findest du auch nochmal den Link dazu auf VideoDo-Podcast. Da kannst du dir anhören, was wir besprochen haben, weil es sind nicht alle Videografen, die ich in dem Interview live natürlich gefilmt habe, wo wir dann ein Live-Interview gemacht haben. Manche wollen nicht vor die Kamera treten, die wollen lieber hinter der Kamera stehen.
und erzählen aber trotzdem aus dem Nähkästchen. Ich habe super geile, interessante Leute dabei. Zum Beispiel Daniel Slotin war mit dabei, Ferdi war mit dabei, Damien Cooper, hast du gesehen, war mit dabei. Ich kann noch 1000 Millionen Namen nennen. Ich habe noch 500 Leute auf der Liste stehen gefühlt und es kommen täglich oder beziehungsweise wöchentlich mindestens neue Leute dazu, die dir richtig geile Informationen bieten können und richtig coole Tipps mit an die Hand geben können, wie du mit deinen Videos erfolgreich werden kannst. Ich freue mich und ich hoffe, wir hören uns wieder im Podcast.